Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Leute, weiter geht's. Wir sind ja hier auf diesem wunderschön bewachsenen Planeten mit diesen wunderschönen Einwohnern. Da sind sie schon. Müssen wir wieder reinkommen hier. Ist da jemand? Aber der da oben soll noch mal schießen. Aua. Okay. Gleich die Folge starten und verkacken, oder was? Komm und stell dich! Ich finde aber, die sind auch ziemlich stark, tatsächlich. Ey, ich hab geblockt. Alter, noch einer! Der Eindringling ist geschwächt! Wo ist er? Hilf mir bitte! Wir haben jetzt mittlerweile schon so viel Leben, so viel Energie, dass wir zwei Stim-Dinger brauchen. Wow! Hier, kannst du behalten, Diggi. Daneben. So. Hier hat man ja die Abkürzung freigeschalten schon. Und da drüben war das doppelte Lichtschwert. Will der eigentlich nochmal was von uns? Höre auf meine Warnung. In den Ruinen warten nur Tod und Wahnsinn. Vor dem, wie gesagt, haben wir ja das doppelte Lichtschwert bekommen. Was man sich eigentlich gleich von Anfang an holen kann. In den Ruinen warten nur Tod und Verderben. Das hätte er nicht sagen dürfen, weil ich gehe mit Absicht dahin. So. Gucken wir mal, haben wir eigentlich noch was Neues bekommen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Also Farbe halt leider immer noch nicht. Können wir ja nur im Jedi-Tempel da, habe ich mir sagen lassen. So, das waren die Enten. Aber die finde ich halt alle nicht so geil. Ich finde halt tatsächlich das mit am besten, was man von Anfang an hat. Und das ist okay, weil es halt so klingmäßig aussieht. Passt jetzt halt zum Rest des Designs. Schalter hatten wir auch keinen neuen. Eine neue Hülse. Hatten wir, nee, ich glaube, wir hatten nichts. Wir hatten nichts. Tod und Verderben, das Imperium muss sterben. Ach Mist, das waren die Schwestern der Dunkelheit. Hallo Kira, was geht? So. Oh, Spinne. Nice. Wie soll ich da denn ausweichen in so einem engen Gang? Wow. Oh, da ist noch eine. Die platzen immer so eklig. Wie so ein Eiterpickel. So. Da geht's nicht lang. Können wir hier überhaupt lang? Geht's hier irgendwo überhaupt? Geht's gar nicht irgendwo hin. Euer Ernst? Ach doch, hier. Ich wollte schon sagen. Bei mir ist auch alles fit. Danke der Nachfrage. Sonntag halt. Ich bin heute so richtig im Sonntagsmodus. Aber so richtig. So richtig Chille Willy. Etwas hier hat jemanden angezogen. Energie aus der Ruine? Anziehen? Ausziehen ist besser, was? So, hier unten können wir auf jeden Fall erstmal speichern. Sind wir jetzt gerade im Kreis gelaufen, sag mal. Ich will mich halt mal heilen wieder. Und wir haben gerade mal geguckt, wir brauchen als nächstes 6 Fähigkeitspunkte, bis wir alles haben, was ich so lernen möchte. Und jetzt lunchen wir mal kurz, wo wir überhaupt hin sollen. Dahin. Das heißt, wir müssen da durch die Tür. Die ist sogar schon offen, guck mal. Also die ist halt grün, das heißt, wir können da durch. Genau hinter uns. Ja, doch da lang. Ich mag's nicht, wenn sich Krabbler an mich ran. Irgendwas habe ich übersehen. Komm, schieß nochmal. Die halten aber auch gut was aus jetzt, die Drecksäcke. Die kann uns nicht alle aufhalten. Oh.
Daneben, Diggi. Ich muss diesen Mistkerl erledigen. So. Und dann nach links. Ah, okay. Wir scannen den mal. Wir haben den noch gar nicht gescannt. Stimmt, die Typen haben alle gar nicht gescannt. Der da unten wird halt schon weg sein. Halt auf. Bleib auf, meine ich. So, hier lang. Ach, da, geradeaus weiter. Bei dem Typen vorbei. Hat er noch was zu sagen? Nö. Ah, oh, da geht's richtig rein in den Tempel. Bin mal gespannt, wir müssen die 100 Probe besiegen. Aua. Hä, hey, warum kann ich den nicht zurückschießen? Bin mal gespannt, wenn wir jetzt hier gegen die dunkle Schwester kämpfen müssen. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Erkletterbar, aber nur mit Ausrüstung. Aber nur mit Ausrüstung, Leute. Wisst ihr Bescheid? Jui! Okay, jetzt muss ich runterfallen hier. Sieht doch schon immer ganz geil aus. Macht auch Spaß. Puh. Wie haben wir das geschafft? Mit dir erlebt man was. Mit dir erlebt man was? Kater ausgeschlafen? Ja. Ich hatte gar keinen richtigen Kater. Ich habe nicht so viel getrunken gestern. Ich war gestern anständig. So. Aber wann kommt man denn zu dem Kagedi-Tempel eigentlich? Wo ist der überhaupt? Wo ist er, wenn man ihn mal braucht? So, einmal ausruhen. Weiter geht's. Ich möchte als nächstes auf jeden Fall beim Fähigkeitspunkten freischalten, dass ich das Schwert werfen kann. Spinne. Öffnen. Sie geht einfach nicht auf. Hä? Und nun? Darunter eher nicht. Und von da kamen wir. Links. Ach hier. Muss ich erstmal finden, ey. Mittlerweile ist die Karte dann doch ganz gut, tatsächlich. Am Anfang habe ich die ja so ein bisschen verflucht. Du gehst keinen Schritt weiter. Schritt zur Seite. Nein. Er hatte recht mit dir. Wer? Was? Jedi sind Diebe und dreckige Lügner und bringen nichts als den Tod. Pass ja auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Aber meine ermordeten Schwestern. Sie bekommen ihre Rache. Hey, es sind nicht alle gleich. Ich bin anders als die anderen, ich schwör's. Ich kann über alles reden. Die sind aber schnell tot. Jetzt kommen die untoten Schwestern, ja. Irgendwas Interessantes? Sehr gut. Tote Schwestern der Nacht, okay. Sesam, öffne dich. Noch mehr Untote. Aber die sind relativ easy, muss man dazu sagen. Die sind ratzfatz tot. Verlasse diesen Ort. Ich bin doch gerade erst angekommen. Was ist das für eine Gastfreundschaft? Ist ja ätzend hier mit euch.
Guck mal, jetzt sind wir hier oben. Die Mucke. Oh shit. Habe ich dann auch gesehen, nachdem ich schon losgesprungen bin, dass man das aufmachen kann. Ich fühle mich nicht gut, BD. Bisschen schräg hier alles. So. Wer will Beef? Beefy, Beefy. Und jetzt? Da rechts. Du wirst für ihren Tod bezahlen. Warum denn? Ich bin anders als die anderen. Noch viel schlimmer. Jetzt kommen ja auch noch Fliegende, oder was? Wow. Über alles reden. Noch sind die leicht. Wie schafft es diese Schwester der Nacht, uns zu folgen? Sie hat sie Machtnutzer genannt. Aber so habe ich die Macht noch nie erlebt. Wir gehen besser auf Zehenspitzen. Moment. Hast du überhaupt 10? Hast du überhaupt 10? Was ist das für eine fliegende Kreatur? Hoffentlich erfahren wir es nicht. Oh, den habe ich auf dem Trailer gesehen oder so. Den kenne ich vom Aussehen auf jeden Fall. Das riecht nach einem neuen Boss. Boss. So, hier ist ein Aufzug. Da oben sind Typen. Die kommen wir ja nicht weiter ohne Ausrüstung, glaube ich. Guck mal, die picknicken da. Die campen da, Leute. Wollen wir mal nicht stören. Also, wir können jetzt nach unten fahren. Brüder der Nachtrunen. Meinst du, wir nähern uns einem Dorf? Unten kriegen wir wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier runterfahre, schalte ich eine Abkürzung frei, bin ich mir ziemlich sicher. Da machen wir nämlich hier die Tür auf und die war von der anderen Seite verschlossen. Sage ich doch. Sehr schön. Dann kriegen wir noch, ich tippe auf Schalter. Siehst du mal an. Da war wirklich was drin. Ah, eine Hülse, verdammt. So, einmal wieder hoch, bitte. Ich frage mich auch gerade, wie der funktioniert. Der Fahrstuhl, aber nun ja. Hauptsache, ich komme oben an. So. Dann müssen wir die da beim Zelten stören. Hey, Freunde der Sonne. Da, gar nicht schlecht. Okay, zwei haben wir verabschiedet, nach unten. Ich sehe den Schritt. So. Ja, ging ein bisschen tief runter da. Das nutze ich eigentlich viel zu selten, dieses nach hinten schießen, wenn da mehrere stehen. Hey. Kämpft mit mir, Brüder. Ich denke, das sind Schwestern. Aufhalten. Kämpft mit mir, meine weiblichen Brüder. Na los, verschwindet! Hier wurde jemand gejagt. Okay. Zur Kabine, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. So. Ich sollte mir vielleicht mal Alerts machen, wenn ich ein Let's Play aufnehme, dass vielleicht nur kurz das angezeigt wird, im Kleinen. Weil wenn ich mein normales nehme, das geht immer so lange, und würde halt immer das Gameplay stören. Und so hätte man wenigstens eine kleine Anzeige. Na komm.
Könnt ihr nochmal schießen, bitte? Ich glaube, die lernen dazu. Verdammt. Der Eindringling ist geschwächt. Ich werde euch nicht enttäuschen, Brüder. So. Stim, BD. Da lang. Komm, schieß doch nochmal, Kumpel. Boing. So, hier kommen wir nicht weiter. Das heißt, da oben. Wie kommen wir jetzt da hoch? Da rüber. Hier ist ein Fahrstuhl. Ah. Verstehe. So, wenn ich jetzt hier ausruhen mache, dann kommen die wieder, richtig? Dann sind die wieder, ihr wisst schon. Na egal, machen wir. Wir haben zwei Fähigkeitspunkte, das heißt, ich kann jetzt endlich meinen Schwertwerf-Dingsbums freischalten. Hoffe ich, denke ich. Also ich möchte einmal halt das haben. Nee, halt. Ich möchte haben das. Dazu brauche ich aber, also kann ich das Doppellichtschwert werfen. Dazu brauche ich aber erst das. Oder ich möchte das haben. Brauche ich aber drei Punkte. Da wirft er das auch nach vorne. Aber ich glaube, das ist nur das eine. Ich will das Doppelte haben. Das heißt, wir gehen erstmal hier lang. Und lernen diesen Hieb. Zack. Den Hieb kann er quasi zweimal hintereinander machen. So. Aber dass ich es werfen kann, da habe ich schon Bock drauf. Auf was war das Ja jetzt bezogen? Daneben. Du wirst mich nicht besiegen. Nicht? Bin doch schon dabei. Komm nochmal. Okay, dann eben nicht. Dann gehen wir weiter. Schießt du mir gleich wieder in den Rücken, so Hinterhältiger. Dieser Hinterhältige. Hinterhältige kleine Hobbit. Hobbitze. Na komm her. So. Okay. Geh zurück, Jedi. Und warum? Mach mal hier nicht auf The Ring und tauch hier immer auf aus dem Fernseher auf, du. Das sieht irgendwie nicht so gesund aus da unten. Let's fight. Oh, nicht so ein Gnom. Halt doch mal still jetzt. Ah. Down, Junge. What? Okay. Ich fühle mich nicht gut, BD. Ich fühle mich nicht gut. So, hier können wir auch hoch. Kommen wir da nicht so schon hoch? So hoch kann er dann doch nicht springen. Hab schon wieder vergessen, wofür das war. Vielleicht für die Alerts? Was für die Alerts? Das sind Vorkommen. Exzellente Statuieren. Ist ich hier irgendwo hin, ey? Hallo Valux, willkommen im Stream. Also komme ich halt wenigstens hier hoch. Ich glaube, das ist auch dafür gedacht, glaube ich. Putz! So, bin ich mal gespannt, wann der kommt. Ah, okay. So. So, als könnte man da lang. Hier müssen die Nachtbrüder leben.
Direkt ins Wohnzimmer. Nur wenn wir keine andere Wahl haben. Hä? Ach doch, ich hatte den pinke... Ja, das passt. Pinke Pferd. Gleich wieder weggepackt, als wäre es nichts. Was Interessantes? Ja, Scan bringt halt schon echt XP-Punkte, die man braucht. So, wir könnten jetzt da runter. Ich glaube, wir müssen sogar da runter. Boing. Hallo, Ibims, der Neue. Der Jedi von nebenan. Weg am Tor? Ich werde die jetzt mal nicht besiegen. Huch, was war das denn? Ich konnte nicht doppelt springen. Schmeißen sie bestimmt immer ihre Leichen runter oder so. Boing. Das sieht ja alles sehr nach Verderben aus. Nach Tod und Verderben. Hier ist noch eine. Sag doch was, dass du da bist, Mensch. Ich hab's nur gerochen. Wow. Die wollte kuscheln. Kann ich einen Stim kriegen, BD? Diese Ranken sind zu gruselig für Grease, aber... Was soll's? Ich habe eine neue Pflanze erhalten. Nice, wieder was fürs Terrarium. Wobei ich es eigentlich cooler gefunden hätte, wenn es keine Pflanzen wären, die man da mitnimmt, sondern wenn es kleine Tierchen gewesen wären. Das hätte ich ganz cool gefunden. Hä? Du wolltest doch gerade scannen, oder nicht? Ach so, wegen Feind. So, jetzt scannen nochmal. Hallo Marvin, willkommen im Stream. So. Okay, wenn ich jetzt hier Ausruhen mache, dann sind die ganzen Dudes wieder da, aber ich weiß halt nicht, wann der Boss kommt. Deswegen machen wir das mal.